anderen in meinem Freundeskreis ist aufgefallen, wie wenig Lernraum es für Schülerinnen gibt, beziehungsweise gestellt wird. Zum Beispiel Rechner und eine Internetverbindung, mit der man am Unterricht teilnehmen kann. Zum Beispiel habe ich auch gehört, dass manche Schulen den Schülerinnen nach Anfrage Lernraum komplett verwehrt haben. Aber das war nur ein Problem, welches mir aufgefallen ist. Was ist mit Kindern und Jugendlichen, die sich in ihrer Familie nicht wohlfühlen und vielleicht eine Auszeit brauchen oder wo das Zusammenleben nicht funktioniert? Menschen, die einen sicheren und diskriminierungsfreien Ort suchen, an dem sie sich zurückziehen können, soll die Suche nach einem Safe Space so einfach wie möglich gemacht werden. Und vor allem sollen sie anonym auf der Plattform nach so einem Raum suchen können, während Institutionen offen und transparent sein müssen, um Vertrauen zu schaffen, da das Gefühl von Sicherheit essentiell ist. Genau. Wir haben, um die Orte und die Safe Spaces richtig abbilden zu können, die OpenStreetMap benutzt und die Daten, die dort mitgeliefert sind, zum Beispiel Adressen oder Namen. Zusätzlich haben wir diese für die Karte benutzt. Und um noch mehr Informationen einzutragen, fragen wir quasi selber noch zusätzliche Informationen über die Hosts an, um die vorhin erwähnte maximale Transparenz der Hosts zu gewährleisten. Dabei haben wir uns ein System überlegt, wie es dem User am einfachsten ist, den Safe Space in der Nähe zu finden. Dort sind wir auf die Admin-Level gestoßen, die bei der OpenStreetMap mit eingetragen sind. Das ist dann sowas wie Köln wäre ein Admin-Level und der Stadtteil von Köln. Ehrenfeld wäre dann ein niedrigeres Admin-Level, das wäre dann zu vergleichen mit dem Bezirkslevel 9 und 10. Je nach Zoom-Level werden quasi auf diesen verschiedenen Leveln die Safe Spaces angezeigt. Dafür haben wir uns eine API geschrieben mit Flask, einen kleinen Flask-Python-Server, der uns zurückgibt, welche IDs sich in welchem Bezirk befinden. Genau. Und weil sich das Ganze anschauen viel einfacher ist, als das zu erklären, haben wir hier eine kleine Live-Demo. Hier sieht man jetzt drei Safe Spaces bzw. mehrere Safe Spaces, die auf dieser Karte angezeigt werden. Das wären dann die, die bei uns in der Datenbank stehen. In Köln gibt es bestimmt noch sehr viel mehr Safe Spaces. Und dann kann man hier in dieser Karte navigieren. Genau, und wenn man auf einen dieser Marker zum Beispiel draufklickt, dann kriegt man mehr Informationen über die verschiedenen Safe Spaces. In diesem Fall haben wir bisher nur Name und Adresse implementiert. Genau. Und von der API kriegen wir quasi nur die ID von dem Safe Space und den Namen. Ja, das ist nochmal ein älterer Screenshot. Genau, es gibt auch noch so polygonartige Formen. Dort kann man sich dann quasi nochmal genauer angucken, wie das da vor Ort aussieht. Und da wir, wie gesagt, oder wie eben gesagt, hier leider nie wirklich mit Projekten fertig werden, sondern eigentlich nur Prototypen bauen können, ja, haben wir uns noch gedacht, als Ausblick wäre es gut, einen
Anmeldungssystem für Hosts zu schreiben und Bewertungen von Hosts durch User zu ermöglichen, sodass sich quasi alle eine klare Meinung von diesem Safe Space bilden können. Und dann will ich mich oder will unsere Gruppe sich auch nochmal bei den MentorInnen bedanken, bei Hanno und Heiko und auch bei allen anderen MentorInnen, die uns zwischenzeitlich noch geholfen haben und natürlich der ganzen Jugendhack-Community, die hier vor Ort war und ein super Erlebnis ermöglicht hat.